Heute ist der erste Tag, dass Mario Draghi nicht mehr EZB-Chef ist. Und heute ist auch Freitag. Und am Freitag, da kommt immer Inside Markets. Heute mit Robert Halver, den Sie hier in der Mitte sehen. Die rheinische Frohnatur von der Baderbank. Halver ist bekannt für seine rheinischen Sprüche, für seine Freude an Sprichwörtern. Heute zum Beispiel sagt er in diesem Video: Wenn die Alten summen, dann zwitschern auch die Jungen. Ganz, ganz große Poesie, meine Damen und Herren. Aber es geht vorwiegend nicht um die Alten, die summen, und die Jungen, die zwitschern, sondern es geht um Mario Draghi. Und der Titel ist deswegen Super Mario oder Draghi Crash. Wo stehen EU und Euro nach Mario Draghi? Und Robert Halver hat hier einiges zu sagen. Er sagt, wenn die EZB alte Fahrräder kaufen müsste, rostige und klapprige Fahrräder kaufen müsste, um irgendwie die Eurozone über Wasser zu halten, dann würde sie das tun. Und noch manch anderes, was, das erfahren Sie in dem Video. Viel Spaß und schönes Wochenende Ihnen. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Goodbye Mario Draghi. War der EZB-Präsident ein Super Mario und der Retter des Euros? Oder kommt, wie von einigen prognostiziert, noch der Draghi-Crash eines künstlich aufgepumpten Finanzsystems? Sissi Hartmannick und ich begrüßen euch heute hier zu Inside Markets und unser Gast ist Robert Halver von der Baderbank. Schön, dass du da bist. Bevor wir loslegen mit der Diskussion, wollen wir jetzt aber erstmal schauen, was die Kanzlerin zum Abschied von Mario Draghi diese Woche gesagt hat. All das tun wir in der Überzeugung, dass der Euro weit mehr ist als eine Währung, die nur die mit ihr verbundenen Geldfunktionen erfüllt. Der Euro ist vielleicht noch vor dem Schengener Abkommen, in jedem Fall aber neben Schengen, das zentrale Symbol der Unumkehrbarkeit des europäischen Einigungsgedankens. Robert, wie wichtig ist der Euro für dich? Der Euro ist wichtig, weil der Euro ist der Klebstoff, der Europa zusammenhält, die Eurozone zusammenhält. Und von daher ist wichtig, dass der Euro auch überlebt. Natürlich wissen wir alle, wir machen hier sehr viel Murks seitens der Geldpolitik. Wir haben sehr viele Kollateralschäden, wir haben keine Zinsen mehr. Aber die Priorität in der Eurozone ist, Erhalt der Eurozone, was kostet es, was es wolle. Das heißt, wir machen eine EZB-Politik auch zukünftig, die das zusammenhält. Denn würden Länder wie Italien austreten müssen, wäre die Eurozone Geschichte. Und dann hätten wir noch weniger Chancen gegenüber Indien, China und Amerika aufzutreten. Und das sollte verhindert werden. Allerdings machen wir auch keine Reformpolitik und das ist viel schlimmer. Das heißt, das billige Geld der EZB wird nicht genutzt, um hier mal Vordermann gebracht zu werden, was Industriepolitik ist, was Standortqualitäten angeht, was definitiv auch Steuersenkung angeht, was Logistik angeht. Da machen wir zu wenig. Lass uns noch mal den Gedanken weiterdenken. Was ist, wenn der Euro nicht mehr da ist? Viele denken ja, zum Beispiel Deutschland, ginge es da deutlich besser. Nein, es geht uns nicht besser, weil einfach die Welt eine andere geworden ist. Wir haben heute Machtblöcke, die Amerikaner, die Chinesen. Und wenn Europa zerfasert, Deutschland kann das nicht mehr leisten. Und man muss auch sehr klar erkennen, Amerika hat uns ja nicht mehr lieb. Amerika ist zu einem großen Konkurrenten geworden. Wir haben ja nicht mehr den Warschauer Pakt, die Sowjetunion, wo man uns schützen musste. Wir wären dann allein auf einsamer Flur und dann gehen wir unter. Wir haben da keine Chance. Europa muss zusammenhalten. Nur, das muss auch politisch natürlich bewegt werden. Wir versuchen hier mit der Patex-Funktion, mit Uhu, billiges Geld, den Euro zusammenzuhalten. Aber wir halten ja de facto in Wirtschaftsfragen, in Steuerfragen, in Finanzfragen nicht zusammen. Das müsste geliefert werden. Ist er bis heute nicht gekommen. Und wenn ich sehe, dass sich Macron und Merkel jede Menge tausendfach Wangenküsschen hier und da hindrücken, das reicht nicht aus. Das Europa muss auch gelebt werden, auch mit klar rationaler Politik. Und das schaffen wir leider nicht. Diese Woche gab es in Frankfurt das Geldpolitikforum. Da haben auch vor allen Dingen Professoren über die Politik diskutiert. Und da musste man sogar einschreiten, weil die Diskussion so lautstark geworden ist, weil man sich so in die Haare bekommen hat. Warum ist das so ein sensibles Thema gerade, der Gegensatz, die Lehre, die was anderes sagt als die reale Geldpolitik der Notenbank? Es gibt erstens keine Stabilität der Geldpolitik mehr. Wir haben alle noch die Bundesbank im Hinterkopf. Da hat man eben darauf geachtet, dass Finanzstabilität erhalten bleibt. Heute haben wir eine EZB, die eigentlich die Sünden der Politiker heilen muss. Man kann es auch so sagen, Herr Draghi war der Erfüllungsgehilfe stinkend fauler Politiker in Europa, die nicht ihre Infrastruktur, ihre Wirtschaftspolitik auf Vordermann gebracht haben. Er konnte also gar nicht anders. Und da muss man Draghi auch ein
gutes Stück in Schutz nehmen. Wenn das Geld so billig ist, dann war ja so eine Hoffnung, dann kommt die Finanzpolitik in Italien und anderen Ländern und sagt, wir machen jetzt was draus. Das hat man aber nicht gemacht. Die Planwirtschaft wurde als Ruhekissen, die Planwirtschaft der Geldpolitik als Ruhekissen missbraucht, um gar nichts mehr zu machen. Und das andere ist natürlich, es gibt keine Zinsen mehr. Und ich bin mir sicher, wir werden irgendwann den Begriff Anlagezinsen aus dem Duden streichen müssen, weil wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Wir sind so verschuldet in Ländern wie Italien. Zinserhöhungen wären der sofortige Zusammenbruch eines Landes wie Italien und damit das Ende der Eurozone, was niemand haben möchte. Aber heißt das schon, die Konstruktion des Euro war falsch? Man hat es politisch nicht hinbekommen. Man hat es also währungspolitisch versucht, ja, mit einer gemeinsamen Währung. Man war da sehr blauäugig sicherlich. Man hat gedacht, naja, wenn das Geld dann billiger wird, dann kriegen wir es hin, zusammenzuhalten. Aber wir kommen es nicht hin. Wir haben ja keine gemeinsame Migrationspolitik, keine gemeinsame Außenpolitik, keine gemeinsame Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik. Das ist zu wenig, um längerfristig gegenüber Amerika und China, die natürlich viel stärker auftreten können, mitzustinken. Also wir haben ein Problem. Whatever it takes. Also wir tun alles, was nötig ist, hat Mario Draghi in der Krise gesagt. War das richtig? Hätte man nicht dem Finanzsystem ein bisschen mehr Freiraum geben müssen? Hätte er es nicht gesagt, hätte man weiter gegen Länder wie Griechenland, Italien, Portugal, Belgien spekuliert. Die Renditen wären dramatisch gestiegen, die Länder hätten ihre Schulden nicht mehr stemmen können. Dann hätte man Krankenhäuser schließen müssen, die Straßenbeleuchtung, Schulen, Sozialleistungen, und dann wäre auf der Straße Unruhe gewesen. Von daher war das richtig. Das haben andere ja auch gemacht, die Amerikaner oder auch die Chinesen, die Briten, selbst die Schweizer. Nur, wenn man so reich beschenkt wird mit billigem Geld, muss man seine Hausaufgaben machen. Und wir machen unsere Hausaufgaben nicht, auch wenn ich mich jetzt hier langweile, wenn wir nicht das billige Geld nutzen, um Unternehmen in Europa anzusiedeln, nach dem Motto, wir kommen gerne nach Europa, um zu produzieren, um Europa auch weiterzubringen, dann haben wir ein echtes Problem. Und das Problem ist bis heute nicht erkannt. Einen Vorteil hat die Draghi-Politik ja auf jeden Fall gehabt. Der Euro hat deutlich nachgegeben. Robert, lass uns mal auf die Entwicklung des Euro unter Mario Draghi schauen. Also, er ist 2011 gekommen, da stand der Euro bei etwa 1,40 zum US-Dollar. Und das ist eine ganz schöne Talfahrt. Talfahrt klingt so negativ, hat natürlich auch Vorteile, Robert. Wie siehst du es so im Gesamten? Herr Draghi hat das niemals zugegeben, dass Euro-Schwäche sein Ziel ist, aber ganz klar, wenn die Zinsen Richtung Null sind und teilweise für einzelne Länder wie in Deutschland unter Null, nach Inflation noch und mehr unter Null, dann schwächt das die Währung und hilft der Exportwirtschaft, na definitiv, weil damit die Güter natürlich günstiger werden. Und das ist das klare Ziel gewesen, auch von Draghi, das eben mit zu bewegen. Und kein Politiker hat es ja ernsthaft dann auch bemängelt. Man ist ja dankbar, wenn eine Exportindustrie in Deutschland verkaufen kann. Aber sie brauchen heute ja auch keine starke Währung mehr, weil die EZB die Finanzierung ja der Region Eurozone übernimmt. Früher müssten die Zinsen hoch sein, auch damit die Währung stark ist, damit man in einem Land X, Deutschland, Amerika, wo auch immer, gern investiert hat. Wenn aber die EZB mit Planwirtschaft, indem sie Probleme quasi erschießt, ja, Superman wird die Probleme quasi erschossen, Bankenkrise, Finanzkrise, Schuldenkrise, dann ist das wunderbar, da kann man sich eine schwache Währung leisten. Und da die Inflation ja auch nicht wirklich so kommt, wie man sich das in der Theorie gewünscht hat, ja, wird das weiterhin eine Euro-Drückung sein. Trotzdem, wie viel Euro-Schwäche oder wie viel Euro-Landschwäche ist in dem Euro drin? Denn bei 1,20 sagt man normalerweise zum US-Dollar ist so der faire Wert, sagen viele Ökonomen. Ist das für dich nur so eine Gerichtgröße? Das ist für mich gar keine Größe. Wir stellen ja fest, dass die gesamte Welt eher schwache Währungen haben möchte. Auch Trump möchte für Amerika einen schwachen Dollar. Auch er möchte exportieren. Er wünscht sich ja quasi, wahrscheinlich geht er nur dafür in die Kirche und betet für weitere massive Zinssenkungen der US-Notenbank, damit der Dollar schwach ist. Er möchte uns ja nicht diesen Vorteil gewähren, dass wir eine schwache Währung haben. Hat er vor kurzem nochmal gesagt, der Dollar killt uns. Er will auch eine schwache Währung über die Notenbank haben, damit er besser verkauft. Also die gesamte Welt will schwache Währungen haben. Das ist das Faszinierende heute. Aber ist das nicht fast ein bisschen zu schwach? Also wenn wir zukaufen, also Exportartikel kaufen oder auch natürlich, wenn wir ins Ausland gehen, ins US-Dollar-Ausland, ist das für uns ja nicht nur von Vorteil. Stimmt, wir zahlen dann mehr. Aber da wir feststellen, dass klassischerweise nicht die Inflation
kommt. Im Gegenteil, wir haben ja Inflationserwartungen, die in 5 Jahren darauf deuten, dass wir bei 1,2% sind. Die Inflation kommt nicht, weil einfach die Globalisierung, die Digitalisierung ja diese Inflationsbeschleuniger tötet, muss man fast sagen. Da muss man keine Angst haben, dass hier ein Kollateralschaden in dem Sinne ist. Früher war es starke deutsche Mark, ja. Aber auch damals hat man gesagt, naja, an sich müsste die D-Mark was schwächer sein, damit wir noch mehr exportieren können. Aber wenn gar nichts läuft, versucht man über den Export natürlich einiges hinzubekommen. Also seien wir ehrlich, Gold und Öl und alles wird natürlich teurer für uns. Ja, definitiv, auch wenn Amerika Urlaub macht. Aber da hat man einen anderen Zweck. Gold ist natürlich das sicherste aller Sachkapitalanlagen. Das ist natürlich sehr schön. Öl wird teurer, aber die Waren... Inflationsträger, die sind das nicht. Wir stellen ja fest, dass der Ölpreis eigentlich durch die Möglichkeit von Fracking in Amerika massiv an Aufwärtstrend verloren hat. Die OPEC war ja früher ein starker Tiger. Ich sage immer, die OPEC ist heute sehr stark, hat sehr starke Gemeinsamkeit mit dem Kater Max. Der hat keine Zähne mehr, keinen Schwanz und kastriert ist er auch noch. Es gibt ja viele laute Stimmen, zum Beispiel Bücher wie Der Draghi-Crash von Krall oder vor 2 Wochen war Marc Friedrich hier, der hat gesagt, 2023 ist es vorbei mit dem Euro. Kommt das Euro aus? Ich höre seit 2009, bald kommt der Crash. Ist aber noch nicht da, aber bald wird er kommen, bald ist er da. Das höre ich also seit über jetzt 10 Jahren. Die Notenbanken haben ja kein Interesse daran, dass etwas zusammenbricht, weil natürlich dann für jeden Konsument, für jedes Unternehmen keine Lust mehr besteht, zu investieren, zu konsumieren. Und wir stellen ja fest, dass die Notenbanken, die ihre Fehler in Anführungszeichen eingesehen haben, die US-Notenbank, die hat ja dramatisch damals vor der Lehman-Pleite die Zinsen erhöht, die Immobilienkrise ist geplatzt. Die EZB hat auch mal unter dem Vorgänger von Herrn Draghi versucht, die Zinsen zu erhöhen. Sie haben gemerkt, oh, da brennt was an. Wir haben im letzten Jahr 2018 von Zinswende gesprochen. Da haben wir festgestellt, die Italiener könnten uns verlassen. Dann ist die Eurozone aber dann in den Binsen. Also lassen wir das nicht zu. Das heißt, die EZB hat auch eine psychologische Funktion, das Ganze zu stützen. Es gibt dieses berühmte Martin-Luther-Zitat, was da lautet, aus einem verzagten Hintern kommt kein fröhlicher Furz. Genau das gilt auch für die Geldpolitik. Die muss das Ganze stützen. Die wird ein Crash verhindern, weil ein Crash, der da ist, der letzte sein wird, weil wir so überschuldet sind. Wir haben ja im Vergleich zu 2008 vor der Finanzkrise heute fast 60% mehr Weltschulden. Das wird eine Feier, die darf man sich nicht entgehen lassen, wenn man auf Untergang steht. Und aber dieser Untergang soll verhindert werden. Und da erwarte ich, dass die Notenbank auch in Form der EZB noch sehr, sehr lange, ich bin der Meinung, für immer, solange unser Finanzsystem besteht, schützen wird, kaufen wird, die Zinsen senken wird, was es kostet auch. Wir sprechen gleich noch weiter über die Zukunft des Euros mit Robert Halber, aber erst einmal der Veranstaltungshinweis. Wenn du dein Trading-Wissen vertiefen willst, dann schau doch mal auf das kostenlose Börsenseminar der Trading House Börsenakademie. Dort werden dir viele Tricks des Tradings verraten. Auf www.trading-haus.de findest du die Termine zum Beispiel in der nächsten Woche in Wien und in Berlin. Ja, Robert, nochmal zurück zur EZB und vor allen Dingen jetzt zur Zukunft. Wie siehst du die Besetzung von Madame Lagarde jetzt für den Posten von Draghi? Wird sie eine neue Politik in irgendeiner Weise wenigstens anschlagen? Also das, was du Reform nanntest, machen? Nein, Madame Lagarde steht für Kontinuität. Nach dem Motto, so wie die Alten summen, so zwitschern auch die Jungen. Wir dürfen einzig vergessen, als Gegenleistung für eine Deutsche, als EU-Kommissionspräsidentin, hat uns Macron Madame Lagarde geschenkt. Frankreich und Madame Lagarde stehen für Staatsfinanzierung. Das heißt, sie wird diesen offensiven geldpolitischen Kurs weiterführen. Wer hofft unter Lagarde, dass höhere Zinsen, auch Anlagezinsen mal passieren können, ist ein unverbesserlicher Optimist. Aber wo läuft das hin? Das ist ja wirklich langfristig gedacht, auch was die Summen, die da aufgenommen werden, betrifft, wirklich schwierig. Man kann ja als EZB zur Not auch noch Aktien kaufen. Warum sollte man das nicht machen? Und wir haben ja festgestellt, dass das Mandat der EZB immer massiver ausgeweitet worden ist. Übrigens auch in Form von Gerichtsurteilen. An sich kann zur Not auch noch die EZB verrostete Fahrräder aufkaufen. Und das wird sie tun, um die Eurozone zu retten. Da soll ich bitte keiner irgendwelche Gedanken machen. Wenn mir einer vor 10 Jahren gesagt hätte, dass die EZB heute
dort steht, wo sie steht, hätte ich gesagt, nein, das kann nicht sein. Doch, es geht noch viel mehr. Man kann noch mehr machen. Bargeld abschaffen, man kann noch radikalere Zinssenkungen machen auf die Staatspapiere. Man kann Helikoptergeld einführen, wo man dann den Haushalten Geld vor die Tür schmeißt. Und man kann vor allen Dingen weiterhin dafür sorgen, dass das Finanzsystem hält. Und es wird halten. Die werden das durchfüttern bis zum letzten Tag. Du sprichst ein bisschen was an, was man in den USA, wenn man ehrlich ist, schon sieht. Also bei der Fed hat man den Eindruck, dass nicht nur Jerome Powell sich da für die Zinsen einsetzt, sondern vor allen Dingen Trump. Wie viel Trump steckt schon in der Fed? Der Druck ist stark, weil Trump sich ja quasi eine Nullzinspolitik wünscht, aber Herr Powell ist schon Herr des Verfahrens. Aber er muss natürlich zuerst auf die Konjunktur achten. 3 Zinssenkungen hatten wir bisher. Im nächsten Jahr gibt es weitere, weil er schon erkennt, die Frühindikatoren werden schon negativ. Und die US-Notenbank hat immer zuerst Konjunkturpolitik gemacht. Und natürlich auch Herr Powell möchte eine schwache Währung, einen schwachen Dollar, damit Amerika richtig exportieren kann. Hätte Powell wirklich die Zinsen gesenkt ohne Trump? Er hätte ohne Trump schon früher gesenkt. Er musste ja damit klar machen, ich bin noch Herr des Verfahrens. Er hätte schon längst vielleicht die 4. oder 5. Zinssenkung gemacht, hätte Trump auf seine unglaublich primitive Art nicht andauernd der Fed in die Schiene getreten. Aber die US-Wirtschaft wächst und zwar so stark wie kaum eine andere Konjunktur. Ja, aber die Frühindikatoren, die sind schon deutlich abwärts gerichtet. Wir stellen fest, der Handelskrieg tut den Amerikanern auch weh, weil Vorprodukte nicht kommen. Und der Arbeitsmarkt, naja, der ist stabil, wenn man eben diese typischen Schiffschaukelbremser-Jobs hinzunimmt. Ja, bei McDonald's, bei Burger King, bei Wendy arbeitet. Das sind aber nicht die klassischen Industriearbeiter-Jobs. Das ist ein Unterschied, ob man einen Job hat, auf der quantitativen Ebene oder ob qualitativ hochwertig ist. Und Amerika hat sehr, sehr viele, sehr prekäre Jobs. Wie geht's jetzt weiter? Werden wir jemals nochmal Zinsen sehen? Werden Sparer mal Zinsen nochmal für ihr Sparbuch bekommen? Also eher wir in Deutschland und Europa hohe Zinsen oder attraktive Zinsen für Zinssparer sehen, wird Uli Hoeneß zum Ehrenpräsident vom BVB Dortmund. Das sehe ich überhaupt nicht. Nein, solange unser Finanzsystem, die Eurozone besteht, ist das Thema durch. Wir können uns höhere Zinsen nicht mehr leisten. Wir haben es im letzten Jahr versucht und gemerkt, oh, da könnte was anbrennen. Es wird nicht passieren. Madame Lagarde steht für vorwärts immer, rückwärts nimmer. Das heißt, für Sparer, die müssen umdenken und vielleicht dann in Aktien gehen? Ja, der Weltspartag ist kein Freudentag mehr. Das ist der Volkstrauertag nach Inflation der Toten Sonntag. Der Weltaktientag muss eingeführt werden, anstelle des Weltspartags reinkommen. Der Deutsche, die Deutschen müssen mehr Aktien wagen. Leider haben wir eine Regierung, die das nicht vorhat, wenn sie überlegen, dass der Bundesfinanzminister gesagt hat vor 4 Wochen, er würde am liebsten sein Geld auf dem Girokonto anlegen. Und glauben Sie mir, es war nicht der 1. April. Das ist keine Altersvorsorge, das ist Altersendsorge. Ohne Aktien wird die tickende Zeitbombe Altersarmut immer schlimmer. Aktien ist ein gutes Stichwort, denn wir gucken jetzt auf die Top-Aktienempfehlungen der Trading House Börsenakademie. Bei Facebook wuchsen Umsatz, Gewinn und die Zahl der aktiven Nutzer. Sissy, ist denn die Facebook-Aktie auch ein Kaufwert? Also die Facebook-Aktie ist auf jeden Fall unglaublich gelaufen schon in diesem Jahr, nämlich über 50%. Und das, obwohl ja nicht alles eitel Sonnenschein bei Facebook ist, gerade wenn man auf die Nachrichten immer schaut. Es heißt ja immer, Facebook lässt immer noch viel zu viele Nachrichten zu, die eigentlich besser beobachtet werden müssten. Und Robert, was ich ganz erstaunlich finde, Facebook, es hieß immer, das sei eigentlich abgemeldet, das macht man nicht mehr. Facebook ist wie McDonald's, ja. Keiner will hingehen, aber der Laden ist immer voll. So ist es auch mit Facebook. Wenn man 2 Milliarden Nutzer weltweit hat, dann ist klar, da kommt natürlich Geld rein, da wird auch genutzt, definitiv. Und ich habe überhaupt keine Sorge dafür, dass Facebook sich weiter nach oben entwickeln wird. Auch wenn das Thema Libra-Währung jetzt, also eine Alternativwährung zu den bestehenden Währungen, nicht kommen wird. Herr Zuckerberg wird noch ein anderes Kaninchen aus dem Hut zaubern. Also wir schauen uns mal technisch an, was diese Aktie so hergibt. Und das ist wirklich interessant, denn die Aktie ist eben 50% tatsächlich angestiegen seit Anfang des Jahres, ist jetzt seit einiger Zeit in einem Seitwärtskanal. Hier ist meine Lieblingsformation, inverse Schulterkopf-Schulterformation. Und hier sieht man, da hat die Aktie schon versucht auszubrechen, hat es noch nicht geschafft, über diesen Widerstand von 193 US-Dollar zu kommen. Aber das ist eben rein technisch ein guter Einstieg.
Anstieg finden die Analysten der Tradinghouse Börsenakademie bei 193 US-Dollar. Kursziel könnte dann 204 oder sogar 208 US-Dollar sein, also das Jahreshoch. Und auch übrigens 218 US-Dollar vom Vorjahr wären drin als Jahreshoch. Stoppkurs sollte bei 185,50 Dollar gesetzt werden, denn die Aktie hat dann durchaus Rückschlagpotenzial. Und Sissi, die Google-Mutter Alphabet hat auch gerade Quartalszahlen veröffentlicht. Umsatz ganz ordentlich. Beim Gewinn waren die Analysten nicht ganz so zufrieden. Ja, der Gewinn ist tatsächlich zurückgegangen. Warum? Es gab einfach höhere Kosten und auch die Steuergeschenke sind etwas geringer geworden. Nichtsdestoweniger, diese Aktie hat auch ein unglaubliches Jahr schon hinter sich gebracht. Über 30% ist sie gestiegen. Und jetzt macht Alphabet auch Aktionäre von Fitbit sehr glücklich. Robert, Alphabet plant eventuell Fitbit zu übernehmen. Ist das eine gute Idee? Ja, Sie müssen die Fantasie aufrechterhalten. Die Aktie ist hervorragend gelaufen, hat auch noch weiteres Potenzial. Man braucht diese Zukunftsfantasie. Es muss riechen nach interessanten Lösungen. Und wichtig ist ja auch, dass man die Konkurrenz einfach aufkauft, dass man so nicht anderen Übernehmern hier die schönen Sahneschnitten überlässt. Die möchte man selbst haben. Das heißt, es geht um die anwendungsbezogenen Bereiche, wie zum Beispiel mit Fitbit. Und wenn man das weiter konsequent macht, und das werden Sie weiter konsequent machen, um den berühmten Nokia-Effekt von damals nicht zu haben, super sein und dann nichts mehr zu machen. Nein, wer einmal Wimbledon gewinnt, muss jedes Jahr Wimbledon gewinnen. Und das hat sich Alphabet auf die Fahnen geschrieben und das werden Sie schaffen. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken, was Google dann alles über uns weiß am Ende des Tages. Wir schauen auf die technische Analyse der Aktie von Alphabet. Also hier auch eine ganz klare Long-Empfehlung, also quasi eine Chance auf steigende Kurse. Und auch hier ist die Aktie zwar deutlich in diesem Jahr gestiegen, hatte aber starke Schwankungen und ist jetzt ein wenig in einem Seitwärtskanal. Die Aktie müsste quasi hier wirklich ausbrechen können über der 1320 US-Dollar-Marke, dann hätte sie Potenzial nach oben. Das Kursziel wäre dann 1560 US-Dollar und ein Stopp sollte unbedingt bei 1200 US-Dollar eingesetzt werden. Das empfehlen die Analysten der Tradinghouse Börsenakademie. Warum? Weil die Aktie sonst ein Durchfallpotenzial bis 990 US-Dollar hat. Robert, Jahresendrallye, ja oder nein? Wir sind schon dabei, weil einfach klar ist, die viele Probleme werden jetzt behoben. Der Brexit wird nur mit Abkommen passieren, also das Schlimmste ist weg. Und Herr Trump möchte im nächsten Jahr wiedergewählt werden, egal ob mir das gefällt oder dir. Ja, er wird alles dafür tun, das heißt, er muss mit den Chinesen irgendeinen Deal hinbekommen im Handelskrieg, damit die Aktienkurse weiter steigen. Und das ist dann für mich wichtig. Also in diesem Jahr positiv, im nächsten Jahr noch eine Schippe drauf. Damit gehen wir ins Wochenende. Hoffentlich in ein gutes und schönes Wochenende sowie die Aussichten. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Woche. Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.